Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Let's Play von Forza Horizon 2 auf dem Channel. Wow, das war jetzt fast schon ein professioneller Einstieg. Ja, wie gesagt, es ist mein zweites Let's Play, mein zweites kommentiertes Let's Play von Forza Horizon 2. Und ich werde jetzt versuchen, eigentlich gleich über der letzten Challenge von einem Punkt der Karte, und zwar vom westlichsten oder von dem Punkt, der am weitesten von dem drüben entfernt ist, eben zu diesem Punkt zu kommen, und zwar genau dorthin. Aber, da das letztes Mal ein bisschen zu einfach war und vor allem ein bisschen zu schnell gegangen ist, werde ich jetzt versuchen, erstens einmal keinen Wegpunkt zu setzen, sprich ich weiß nicht, wo ich hin muss auf der Karte. Und ich darf, solange es geht, keine asphaltierten Straßen benutzen. Sprich, ich muss wirklich querfeldein durch die Map fahren und ich glaube, so ziemlich bis zur letzten Stadt, wo quasi dann der Zielpunkt ist, kann ich es theoretisch schaffen, nicht auf quasi asphaltierten Straßen zu fahren. Und nur gesagt, in der letzten Stadt gibt es dann quasi keine großen Wiesen und sowas mehr, wo ich dann irgendwie ausweichen könnte. Aber wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, das zu machen. Und noch ein bisschen als Erschwerung, die Sonne geht gerade unter und es wird Nacht. Sprich dunkel, sprich ich werde absolut orientierungslos irgendwo in einer Sackgasse enden und mich komplett verirren und vermutlich aufhören. Ja, okay. Ich liebe LaFerrari. Okay, fang mal an. Wie gesagt, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich irgendwie mal über asphaltierte Straßen drüber fahre oder so. Das macht jetzt wirklich nichts. Und zum Beispiel wie da ist es. Das kann ich jetzt nicht wirklich ändern, ja. Obwohl wir könnten. Können wir das irgendwie ändern? Können wir das ändern? Schauen wir mal. Okay. Okay, Horizon. Ja. Okay, es ist schon mal. Es ist keine asphaltierte Straße, also wir können es verwenden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt irgendwie schaffen, doch dort. Okay, der Zaun ist nicht. Der spricht nicht. Irgendwie doch dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, und das könnte ein ziemlich großes Problem sein. Ja, da können wir nicht. Da können wir durch. Nicht durch. Okay, ich sehe schon, ich habe mich komplett in einem dunklen Wald verirrt und nicht mehr rausfinden. Obwohl, nein, warum zerbricht der Zaun nicht? Okay, wo sind wir gerade? Wir sind gerade. Das Problem ist, ich habe das Spiel noch nicht lang. Sprich, ich habe jetzt in der Story mal ein paar Reihen gespielt. Ich habe jetzt vielleicht 10. Okay, wo sind wir da gerade? Ich habe jetzt vielleicht ungefähr 20 Spielstunden in der Story hauptsächlich Rennen gefahren eigentlich und habe wirklich keine Ahnung, was wie die Map ausschaut. Ich bin jetzt Let's Play einmal quer durch die Map gefahren, habe aber nicht relativ viel gesehen, weil ich mich eben darauf konzentrieren musste, keinen Unfall zu bauen und mein erstes Let's Play nicht komplett zu verhauen. Und ja, deswegen, ich werde relativ orientierungslos irgendwo enden. Ich werde versuchen, einfach so lange wie es geht gerade zu fahren. Das ist. Was ist das überhaupt? Egal. Und eben. XP-Tafel. Okay, Mauer. Mauer. Ist das Asphalt? Nein, das ist. Was ist für. Warum ist da noch immer Mauer? Was geht? Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich in die richtige Richtung fahre. Ja, das letzte Let's Play hat ungefähr 8-9 Minuten gedauert. Das wird ungefähr. Immer so lang dauern, wenn ich mir jetzt. Wenn ich mich immer verirre, können wir darauf fahren? Okay, wir haben die asphaltierte Straße nicht berührt, wir sind einfach drüber gesprungen. Und ich hoffe, er bleibt nicht auf dem Dach liegen. Dankeschön. Okay, ich glaube, wir sind noch am richtigen Weg. Am richtigen Weg? Ist es asphaltierter? Nein, ist es nicht. Okay. Ich meine, ich gebe mir Mühe, wirklich beim Let's Play nichts 5 Minuten quasi zu fahren und dann nichts zu sagen. Aber, oh, asphaltierte Straße. Rüberfahren. Okay, wir müssen ganz kurz über die Straße fahren. So. Also ich gebe mir wirklich Mühe, da das Video anständig zu kommentieren und keinen Scheiß daher zu reden. Aber bitte entschuldigt es, falls ich wirklich mal aufhöre zu reden und eine Pause mache, weil man einfach keine Sachen mehr einfallen, über die ich reden kann. Ja. Asphaltierstraße.
böse. Das Lustige ist, ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Challenge wieder zu schaffen, ohne ein Monster graben. Diese Challenge quasi ohne Unfall zu schaffen. Hat sie als relativ böse. Warum sind so fast für diese Chancen da? Was geht? Die Challenge quasi zu schaffen, ohne einen einzigen Unfall zu machen, hat die jetzt nicht wirklich gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung. Die Karte schauen. Naja, lass mal. Ich fahre jetzt einfach mal da irgendwie rüber und schon Baum erwisch. Ja, also es kommt mir immer noch komisch vor, da ein kompliziertes Let's Play zu machen, weil ich sitze quasi immer noch von meinem Fernseher, rede mit mir alleine, spiele das Spiel vor mich hin. Und im Endeffekt hört mir vielleicht bis auf euch keiner zu. Es ist echt, es ist ein Golfplatz. Ja, echt komisch, wenn man da quasi mit sich selbst dann redet. Ja. Das ist wirklich echt strange. Vor allem hoffe ich, dass mal keiner von meiner Familie oder von meinen Freunden irgendwie dazuhört. Oder von den Nachbarn, oder die könnten denken, ich als bin ich dann endgültig wahnsinnig geworden, er redet dann mit sich selbst. Okay, wir sind nicht auf einer asphaltierten Straße, wir sind da daneben. Ich glaube, wir fahren in die richtige Richtung. Also ich glaube, wir haben das jetzt dann einigermaßen. Problem ist nur, jetzt wird natürlich die Stadt größer. Und ich weiß langsam nicht mehr, wie wir es schaffen, auf unasphaltierten Straßen zu bleiben. Weil jetzt wird es dann langsam echt schon eng. Können wir das irgendwie umgehen? Ich glaube fast nicht. Okay, wir werden mal schauen. Aber ich glaube, jetzt geht es dann langsam echt. Blau? Ich glaube, wir sind bald da. Ich finde den Punkt sicher nicht mehr. Ich finde ihn nicht. Okay, jetzt haben wir gerade einen Kaffee zerlegt. Fahrt einfach mal in die Richtung und hofft, dass wir da irgendwie richtig sind. Böse Straße. Oh. Seit wann kann man hier herum? Ja, okay. Okay, ich lerne immer noch neue Sachen dazu. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg, aber wir benutzen für meinen Geschmack auch irgendwie kann man das dann immer umgehen. Ist nur, finde ich den Punkt jetzt ohne Karte. Blau? Ich meine, ich möchte jetzt echt ungern auf die Karte schauen. Blau, wir haben. Doch was? Habe ich ihn gefunden? Ja, okay, mein Fahrstil ist echt am absoluten Nullpunkt gerade angelangt. Ja, und jetzt fängt es auch noch an zum Regnen. Cool. Ja. Aber ich glaube, dass wir irgendwie umgehen können, dass man da auf Straßen fahrt. Ich glaube nicht. Die Kurve schafft. Nein, die Kurve schafft nicht mehr. Okay, okay. Ja, nein. Okay. Oh Mann. Blau. Sollen wir da runterfahren? Da war ich echt noch nie. Ah, vielleicht später. Ich finde den Punkt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Das kann gut. Nein, na doch nicht. Wie schwer kann es sein, den Punkt nochmal zu finden? Das gibt's ja dann. Ich bin komplett verloren. Ich spiele jetzt doch so seit mehreren Stunden und kenne mich noch null aus. Oh, keine asphaltierte Straße. Okay.
Wow, da war ich auch noch nie. Cool. Okay. Glaub, wir fahren wieder in die falsche Richtung. Okay, fuck it, fuck it, fuck it. Ich schau der Karte nach. Hier ist die Karte. Oh mein Gott, wo sind wir gelandet? Wir sind in die falsche Richtung gefahren. Ich muss jetzt, warte mal, ich muss jetzt die Straße runter und dann an der Küste. Okay, okay. Die Straße rum. Welche Straße? Und ich glaube, wir fahren noch. Oh mein Gott, wir fahren immer noch in die falsche Richtung, oder? Nein, doch nicht. Okay, ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Wir fahren einfach geradeaus querfeld ein. Und hat aber irgendwie jetzt nicht so brillant. Neue persönliche Bestleistung, anscheinend war er echt noch nie. Ich meine, ich würde sagen, rein vom Gefühl her würde ich sagen nach links. Ja, war falsch, war klar. Okay, dann halt nach rechts. Ja, das reden wir mal ein bisschen über das Spiel. Ich meine, das Spiel ist an sich echt cool. Ich meine, die Grafik, zumindest ich habe die 360er Edition, also Version quasi auch schon gespielt. Und da ist die Grafik auch ziemlich gut. Also man kann sich da echt nicht beschweren. Das Einzige, was mich ein bisschen stört bei der 360er Version, ist, dass die Strecken oder quasi, dass man weniger befahren kann. Man auf der Xbox One Edition kann man eigentlich. Okay, mittlerweile haben wir die Regel, dass man nicht so. Asphaltstraße fahren, endgültig über den Haufen geworfen, okay. Ja, wie gesagt, mich nervt da quasi bei der 360er Version, dass man quasi eingeschränkt ist. Sprich, es gibt ab und zu so ein paar Betonbarrieren, die daran hindern, dass man irgendwo hinfahrt. Und das hat man natürlich bei der Xbox One Edition jetzt nicht. Also da kann man wirklich fast auf jeden Berg fahren, fast auf jeden Hügel, überall hin. Das ist natürlich klar. Also, vor allem bei so einem Spiel mit einer großen Karte macht es halt viel mehr Spaß, wenn man wirklich alles entdecken kann. Und nachts, also Nacht gibt es natürlich auch nicht. Also im Nachtfahren gibt es bei der 360er Version auch nicht. Auch schade. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Regen auch gibt, aber Mikrofon gibt es in beiden Versionen. Bin mir aber nicht sicher. Und ich glaube, wir sind mittlerweile völlig. Sind wir auf der. Mit Ferrari. Okay. Wie gesagt, ja, das Spiel ist an sich echt cool. Ich meine, ich habe jetzt wirklich schon lang gespielt, von den Spielstundenanzahl her. Und ich habe jetzt wirklich von der Story, also einen Bruchteil geschafft. Und die Rennen werden auch nicht langweilig, weil es eben so eine große Karte gibt. Man kann immer verschiedene Rennen fahren. Man kann quasi alle Rennen mit. Wo da runter? Alle Rennen mit allen Wagen fahren. Also von VW Golf bis Bugatti Veyron. Also man kann wirklich herummachen. Man kann stundenlang, quasi wie ich jetzt da. Okay, jetzt mal wieder unverbaut. Wirklich stundenlang herumfahren und nichts tun, irgendwelche Scheunenfunde sammeln, irgendwelche XP-Tafeln einsammeln, Rabatt-Tafeln finden, also wirklich endlosen Spielspaß. Und die Fahrphysik sind eigentlich ziemlich cool. Ich meine, ich bin eigentlich eher so einer, der auf so Rennsimulationsgame steht. Rennsimulationsspiele steht, so viel wie Forza 5 oder Gran Turismo 6. Wo eben die Fahrphysik ein bisschen besser sind, aber die sind da richtig gut. Ich meine, das ist jetzt. Das Fahren da ist. Ich lehne mir da jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, es ist so auf Forza 4 Niveau. Also das ist wirklich, wirklich cool. Vor allem wenn man da die Fahrhilfe abschaltet, ist eigentlich relativ anspruchsvoll. Und ich glaube, oh mein Gott, und ich glaube, wir haben gerade den. Ja, wir haben den östlichsten Punktfunken wieder. Okay, zumindest zur Hälfte haben wir keine asphaltierten Straßen benutzt. Irgendwann ist dann die Regel ziemlich aufgehoben worden, sagen wir mal so. Ja, hat auf jeden Fall länger gedauert als das letzte Let's Play, war auch ein bisschen schwieriger. Aber im Endeffekt hat das Auto gleich schlimm aus wie nach dem letzten Let's Play. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ist es an zu regnen? Ich glaube. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch mittlerweile daran gewöhnt, mit mir selbst zu reden.
komme mir nicht mal ganz so verrückt vor. Lasst ein Like da, falls meine Stimme nicht zu nervig war, falls ich nicht zu viel Müll gelabert habe. Und falls mein Fahrstil jetzt nicht zu schlecht war, dass es euch schon wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat. Lasst mich in die Kommentare wissen, was ich verbessern kann. Gibt es bestimmt noch einiges. Und ciao, bis zum nächsten Let's Play.